Servus, ihr Genussmenschen hier auf YouTube. Ich und die haben jetzt gerade ein bisschen Gartenarbeit draus gemacht. Aber wir sind schon fast durch, bis auf Hecken schneiden einmal, aber da warten wir noch ein bisschen. Lassen wir jetzt da Pfeifen schmecken. Da gehe da. Jahrespfeife, die kennt ihr ja. Habe ich euch schon öfter gezeigt. Und in der Pfeife habe ich einen ganz klassischen Tabak. Den hat mir der liebe Kai, der einen Traktor Edward, gell, hat mir der den mitgebracht. Und zwar ist das ein Takt-Tabak. Der nennt sich P7. Und das ist ein Crumpled Cake. Herrlicher Tabak. Das schaut ja aus. Und ich bringe mir da immer wieder was runter. Jetzt habe ich Sauerei gemacht, aber ich will genau mein Leben auch. Gell? Ja, auf jeden Fall da. Also, ein super Tabak, wenn du da riechst. Du merkst diesen Rum. Also, das sind verschiedene Virginias. Seltener Burley habe ich gelesen. Und dann ist der noch geflowert mit einem 12 Jahre alten Rum. Und den Rum schmeckst du, riechst du, und auch beim Rauchen kommt natürlich, muss ich sagen, ist nicht stark, habe ich noch nicht gekannt. Diesen Weg Kai, vielen, vielen Dank, gell? Der Tabak schmeckt mir. Und wenn ich mal wieder einkaufe in Kiel, dann werde ich mir da was mitbestellen. Riecht da nicht schlecht, ist, oder? Riecht super, der Ja. Tabak, doch. Ich tue nur einen Kaffee heute dazu, weil heute wird wieder gekocht, gell? Aber heute ist hauptsächlich die Evi gefragt. Da werde ich dann schön Kameramann machen, gell, beim Testen. Da bin ich natürlich der Erste dann, wenn es fertig ist. Und zwar machen wir halt, was heißt mir, das macht eigentlich Evi, bayerische Rohrnudeln. Ich wollte das eigentlich ursprünglich im Gasgrill machen, weil das funktioniert im Gasgrill genauso. Aber leider fängt es Ringer an und dann ist das ein Schmarrn, sag ich jetzt einmal. Dann machen wir es halt im Ofen. Aber irgendwann probiert es im Gasgrill auch mal aus, weil wie so Gasgrill und Herd oder Ofen, im Prinzip kannst du das Gleiche machen. Gell? Ja, Evi, du bist jetzt gefragt dann, Ja, gell? Du kannst du mal alles in der Küche herrichten. mache ich. Und ich lasse mir dabei meinen Pfeifferl noch schmecken, mit dem klassischen Tabak da vom Tag. Trinke meinen Kaffee aus und dann schaue ich dir beim Arbeiten zu. Okay, Okay. das ist auch mal schön. Befreit ist das einmal schön. Sind wieder ausgegangen. Echt ganz klasse Tabak. Aber jetzt ewig auf geht's, geht das, was Bin schon das drin. gibt. Gell? Bin Also, schon wir drin. sehen uns. So, und los geht's mit den Rohrnudeln dann. Wie gesagt, das genaue Rezept als hier haben wir Mehl, Milch, Butter, Rosinen, das schreibe ich euch unten alles wieder rein. Aber Evi, jetzt bist du gefragt, gell? Ja, ich pack's dann. Genau. Also, Jetzt geht's los. jetzt geht's Mehl los. wird gesiebt, oder? Ja, muss man auf jeden Fall, dass es weicher ist. Das, dass ich ja Trockenhefe habe, brauche ich kein Vorteigerl machen. Also kommt alles rein, bis auf Rosinen oder Zutaten. Okay. Kackerle. Weil da brauche ich nicht umeinander tun. Kackerle. Dann Trockenhefe. Ein Backerl. Wie schon gesagt, ich schreibe es euch unten alles rein, nachher nochmal. Genau. Ein bisschen Salz, eine Prise und dann eine lauwarme Milch und Butter aufgelöst.
Und jetzt gehen wir davon aus, rühren, oder? Und jetzt rühren. Mindestens, ja, 10 Minuten, 15 okay. Minuten auf jeden Fall. Ha, dabei mache ich ein paar Züge von meiner Pfeife. Viel Spaß, Evi, gell? Danke. Okay. So, jetzt habe ich aber gut 10 Minuten gerührt. Jetzt kommen wir Sultaninen oder Drosinen mit rein. Und dann wird das nochmal durch. Wie lange jetzt nochmal? Ja, bis die drinnen sind. Okay, also schön unterrühren praktisch. Genau. Wir haben den jetzt vor den Ofen hingestellt, weil den haben wir schön eingekotzt gehabt, geht der glüht bloß noch ein bisschen. Und zur Deckel drauf. Ja, den lassen wir jetzt einmal so eine Viertelstunde, 20 Minuten, dann schauen wir wieder mal nach, wie er ausschaut, wie er aufgegangen ist. So und so schaut das jetzt nach 45 Minuten aus. Ich habe vorher gesagt, 15 Minuten ist ein Schmarrn, gell. 45, wir lassen jetzt nochmal so 10 Minuten, würde ich sagen, und dann geht's weiter. So, und so schaut er jetzt nach einer Stunde aus. Evi, mach weiter. Ja, lass ein bisschen Mehl. Trotzdem wieder, weil sonst glaube ich. Ja. Kommt er raus. Passt schon. Ja, jetzt schauen wir mal. Und jetzt musst du was machen? Jetzt muss ich schauen, dass ich es zerlege in 12 Teile ungefähr. Okay. Schauen wir mal. Ja. Gut. Kommt dann so rein. Ja, also alle 12 brauche ich nicht sagen da. Gell? Ja, okay. Das werden wir erkennen. So, das sind jetzt 10 Stück geworden, was wir da rein haben. Ihr seht ja, die Pfanne ist mit Butter ausgerieben worden. Ja. Und jetzt muss das nochmal, ja, schauen wir mal, eine Viertelstunde sowas nochmal gehen. Es kommt noch ein bisschen Butter oben drüber, sagt Evi. Zeige ich euch noch. Ein bisschen flüssige Butter nochmal drüber jetzt. Das macht jetzt nichts, dass der Topf ein bisschen größer ist. Weil die gingen ja noch auseinander, die Dinger jetzt. Wir müssen jetzt nochmal 10 Minuten, Viertelstunde, oder? Viertelstunde, lass es jetzt. Nochmal beim Ofen dort gehen. Und dann gehen wir es rein. 180 Grad, 30 Minuten ungefähr. Oh. Dann schauen wir mal. So, jetzt wieder neben den Ofen her, gell? Und das wird aber jetzt wieder zudeckt. Ein Handtuch. So wird das gemacht. So, die sind jetzt schön aufgegangen. Es waren jetzt nochmal Viertelstunde, wo die neben den Ofen waren. Und jetzt können wir es unten in den Ofen. Eigentlich wollte ich das eigentlich im Gasgrill machen, weil man denkt, das funktioniert genauso. Aber es ringt draußen, also machen wir es in der Küche im Herd. Ist ja wurscht, funktioniert ja überall gleich. Wie lange kommt das jetzt, Evi? Bei 180 Grad ungefähr 30 Minuten. Muss man halt ein bisschen schauen. Ah, okay. Ja. Also dann, wir zeigen euch das Ergebnis. So, und so schauen die jetzt aus, hä? Ich sag's euch, ein Duft, der Hammer, gell? Jetzt wollen wir das natürlich ein bisschen auskühlen lassen und dann machen wir, richten wir uns einen schönen Teller an und dann wird probiert. Aber das ist schon mal allein vom Duft her ein Hammer. So, Freunde, jetzt ist angerichtet bayerische Rohrnudel. Ich will schauen, mal den Teller an. Ich habe jetzt da Apfelmus. Da habe ich noch Zimt und Zucker drauf da. Auf die Rohrnudeln habe ich mal einen Vanillezucker drauf da. Ja, und jetzt, den Isong, probieren wir mal. Oh. Easy. Super. Fluffig wie es kann. Die Rosinen drin. Und ich könnte jetzt natürlich auch eine Vanillesauce machen. Gell? Wir haben uns halt heute mal für Apfelmus entschieden. Und in der Regel trinke ich da einen Kaffee dazu. Man kann auch einen Tee dazu trinken. Aber Kaffee ist mir eigentlich zu spät am Abend. Und darum habe ich mich für Milch entschieden. Gell? Passt hervorragend dazu. An alle meine Freunde, die gar nichts trinken, gell? Es geht einmal ohne Alkohol. Trotzdem Prost.
Oh, aber jetzt nochmal zu den Rohrnudeln. Ist doch Hammer. Eieiei. Wie viel hast du Hunger gehabt? Unbedingt noch machen. Ist ein Kollis dabei? Wenn ihr keinen warmen Ofen da haben wollt, ihr könnt seinen Herd nicht dort zum Gehen lassen. Ist auch eine Möglichkeit. Ich muss nicht mal probieren, ich weiß nicht. Es hilft nichts. Das ist so gut. Und Hunger habe ich auch. Großes Lob an die Hefi. Danke, mein Schatz. Hast du hervorragend gemacht. Danke. Jetzt wird Hefi und ich essen. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Wenn dem so ist, bitte Daumen nach oben. Abo wäre nicht. Wäre nett und Kommentare, wisst ihr, wird wie immer beantwortet. Gell? Das war's für heute, dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Servus aus Bayern.